Hallo, ihr Süßen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Viviane. Ich arbeite mit blinden Pferden und ich habe letztens an meinem allerersten EWU-Turnier teilgenommen. Ich bin in Leistungsklasse 5 gestartet, also der Leistungsklasse der Einsteiger, wo auch Leute dran teilnehmen können, die noch nicht in der EWU eingeschrieben sind. Und ich war im Pleasure und im Horsemanship eingeschrieben. Und ich dachte mir, weil ich hatte eine gute Freundin dabei, die viele schöne Bilder gemacht hatte. Vielen Dank nochmal an dich, meine Liebe. Und meine Mutter, die gefilmt hat. Und ich dachte mir, vielleicht interessiert euch das ja, wie ich mit meinem komplett blinden Pferd an einem solchen Turnier teilnehme und auch noch eine sehr gute Platzierung erritten habe. Und habe das alles mal zu einem Video zusammengeschnitten. Also bevor ich aufs Turnier gegangen bin, hatte ich eine Reitstunde bei einer Profi-Western-Reitlehrerin. Und die war sehr, sehr gut, möchte aber nicht in dem Video genannt werden und möchte auch nicht gezeigt werden, was ich natürlich super verstehen kann. Und deswegen habe ich gedacht, zeige ich euch Teile meiner Westernreitstunde und Teile meines Western-Turniers, ein, zwei Bilder und ein, zwei Erfahrungsberichte. Bitte seid nicht zu hart zu mir, denn wie einige von euch ja wissen, reite ich erst seit einem oder zwei Jahren Western. Davor bin ich ganz normal Englisch geritten und ich kam da halt drauf, weil mein Pferd ist ja eigentlich ein Appaloosa, also eigentlich ein reines Westernpferd. Und genau, dann habe ich gesagt, probiere ich es mal aus und ich fand es toll, fand es gut. Und genau, dann bin ich halt umgestiegen. Aber eine richtige Westernreitstunde hatte ich noch nie zuvor in meinem gesamten Leben. Ja, dann habe ich die erste jetzt gehabt. Und wenn es halt nicht so schön ist oder nicht so gut aussieht oder so, bitte verzeiht mir das. Ich bin noch im Training. Und ja, ich bin trotzdem unfassbar stolz, dass ich, obwohl ich noch nicht die beste Westernreiterin bin, schon eine Platzierung geritten habe. Beim Turnier ankamen, haben wir erstmal ein Stück Koppel abgespannt für Smarty und Mighty. Also Smarty kam mit als Begleitpony, damit Mighty sich gut fühlt. Und die beiden haben wir dann auf die kleine Koppel gestellt. Dort waren die auch beide tiefenentspannt, haben gefressen und haben Faxen gemacht. Die waren total happy auf ihrer kleinen Koppel. In unserer ersten Disziplin, also der Pleasure, ging es darum, dass es ein Vergnügen sein soll, dem Pferd beim Arbeiten zuzusehen.
Das bedeutet, dass Gangarten wie Schritt, Trab und Galopp und das Rückwärtsrichten mit möglichst wenig Zügelhilfen sind, dass es schön entspannt laufen soll, das Pferd, und konstant. Also der Trab nicht mal schneller oder langsamer, sondern schön konstanten Trab. In dieser Disziplin haben wir es nicht mehr für die zweite Runde geschafft, denn Mighty war sehr nervös, hatte noch ziemlich viel Energie, weil wir den Plan ein bisschen falsch gelesen haben, auch ziemlich wenig Zeit auf dem Abreiteplatz hatten. Und deswegen zeige ich euch auch nur winzige Ausschnitte vom Pleasure, denn Mighty war halt sehr nervös. Und normalerweise lasse ich ihn immer am halblangen Zügel laufen. Dieses Mal musste ich die Zügel sehr weit aufnehmen und Mighty hat dadurch einen etwas stark gebogenen Hals. Und ich persönlich finde es kein Vergnügen, dazu zu gucken. Und deswegen verstehe ich auch, dass die Richter mich nicht mal in die zweite Runde gelassen haben. Das verstehe ich total, weil also Mighty war da gar nicht konzentriert und es sah auch wirklich nicht schön aus. Nach dieser Pleasure sind wir halt wieder raus. Er und Smiley standen da auf der kleinen Koppel, war tiefenentspannt und ruhig und glücklich und die ganze Welt war heile. Und dann kam es halt zum Horsemanship. Und im Horsemanship geht es darum, dass das Pferd möglichst punktgenau antraben, angaloppieren und anhalten soll. Dann musste man noch eine Drehung, also eine 720-Grad-Drehung, glaube ich, ist das, auf der Hinterhand machen und ja, das ist alles möglichst sauber, mit relativ wenig Zügelhilfen passiert. Und normalerweise, wenn ich mit meinem Pferd daheim arbeite, ist es immer so, dass wenn er kacken möchte oder so, einfach stehen bleiben soll. Also ich habe ihm das so beigebracht, er soll sich dann stehen bleiben und alle Zeit der Welt lassen. Und ja, das kam mir dann da ein bisschen zum Verhängnis, denn als er angaloppieren sollte, musste er halt kacken. Er ist zwar am Trab geblieben, aber viel zu spät angaloppiert, weil er sein Geschäft verrichten musste. Ja, das hat mir dann den ersten Platz gekostet. Und vielleicht kann ich euch hier oben auch nochmal irgendwo das Scoresheet einblenden, denn am Ende war ich einfach nur 0,5 Punkte hinter dem ersten Platz. Ja, wie gesagt, war Mighty bei der Prüfung auch etwas angespannt, aber viel entspannter als beim Pleasure. Er hat alles super mitgemacht und als wir dann platziert wurden, war er auch wieder tiefenentspannt. Also alles im allem war Mighty an dem Tag anfänglich natürlich etwas nervös und angespannt, was ich total verstehen kann, weil es für ihn ja auch das erste richtige Turnier war. Er war schon auf vielen Freizeitturnieren oder auf Messen oder so. Viele fragen sich, warum ich das mit meinem Pferd überhaupt mache. Ein ganz wichtiger Grund, warum ich das mache, ist, weil solche Turniere und solche relativen Stresssituationen das Band zwischen uns fördern, kann man das so sagen? Ich versuche mein Pferd immer alles vorher zu zeigen und ich denke, er schafft eine Situation nicht oder ist zu viel Stress, dann entziehe ich ihm natürlich sofort. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, warum ich mit meinem blinden Pferd so eine Stresssituation aussetze, dann frage ich euch, warum setzt ihr eurem sehenden Pferd eine solche Stresssituation aus? Es ist genau das Gleiche. Ihr dürft jetzt nicht darauf sehen, dass er blind ist und ihn deswegen so fertig machen, in Anführungszeichen. Mighty macht das Spaß, auch wenn ihr es nicht glaubt, die Pleasure macht ihm keinen Spaß, aber im Horsemanship hatte er Spaß, denn ich weiß nicht, wie ich euch das beschreiben kann. Wenn ihr auf eurem Pferd sitzt und ihr merkt einfach, dass er an so etwas Spaß hat. Natürlich war er angespannt, was total normal ist, aber er hatte auch Spaß an dem heutigen Tag. Und wenn er auf der Koppel war, hatte er halt immer wieder einen Moment, wo er abschalten konnte und alles entspannt war und ruhig war. Also es war nie so, dass er Dauerstress hatte. Er hatte immer zwischendurch zum Beispiel 2 Stunden Entspannung und dann 5 Minuten Stress. Also, er hat das super gemacht, er hatte auch viel Spaß, ich persönlich hatte auch viel Spaß. Wir werden halt daheim ein bisschen mehr üben und es ist ja auch so, je öfter er das macht, desto entspannter wird er. Und ich bin unfassbar stolz auf mein Pferd und er hat das super gemacht. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da oder drückt den Subscribe-Button. Ich würde mich riesig freuen. Auch über Feedback, solange es konstruktive Kritik ist, mit der ich etwas anfangen kann. Und ich hoffe, ihr konntet sehen, dass obwohl mein Pferd blind ist, in keinster Weise körperlich eingeschränkt ist
Und obwohl er anfangs des Turniers etwas stressig war, trotzdem viel Spaß gehabt hat. Und ich mich freue, an meinem zweiten Turnier teilzunehmen, mich wahrscheinlich in die IWU einschreiben zu lassen und vielleicht auch bald Leistungsklasse 4 zu reiten. Ich freue mich, ich bin happy. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss!